Hallo Jungs und willkommen zur 14. Folge von F1 2019. Wir sitzen hier gerade im Motorhome in Australien. Das erste Rennen der Saison war in der letzten Folge. Wir sind Elfter geworden. Es war ganz okay, wir waren eigentlich Zehnter wegen der Strafe, sind noch Elfter geworden. Was sagen eigentlich die Nachrichten jetzt hier zu uns, Leute, bevor wir zum nächsten Rennen direkt gleich übergehen? Karl sagt, gut gefahren da draußen. Wir hatten Sorge um ein paar Probleme mit der Zuverlässigkeit, aber das ist nicht. Ja, hoffen wir mal, dass nichts kommt. Und wir haben eine Reihe von Einladungsevents, an denen wir vor dem nächsten Grand Prix teilnehmen können. Ich würde es allerdings ehrlich gesagt nicht machen, sondern ich würde direkt gleich rübergehen zum nächsten Rennen. Ich schaue noch einmal hier auf den Entwicklungsbaustand. Wir haben 561 Punkte, seht ihr oben in der Ecke. Ich mache mal kurz die Kamera ein bisschen kleiner. Das heißt, wir könnten jetzt hier wir könnten jetzt zum Beispiel irgendwo anders einen neuen Punkt machen, aber ich spare lieber die Punkte für nächste Woche, um den Kolben zu machen, weil wir haben im Rennen gemerkt, wir brauchen mehr Motorleistung. Der Force India, gegen die wir viel kämpfen, die sind einfach zu schnell auf den Geraden, dann können wir den nicht wiederholen. Deswegen mache ich jetzt nichts irgendwie hier auf Chassis oder sowas, sondern wir warten mit den Punkten ab und wir gehen direkt zum nächsten Wochenende. Wir könnten auch so eine Checkpoint-Herausforderung machen, aber nee, Leute, ich will direkt zum nächsten Rennen. Ich habe aber mega Bock auf dieses Let's Play. Es wird jetzt ein Nachtrennen hier in Bahrain geben. Es macht einfach mega Laune. Ich habe gerade die erste Folge hochgeladen. Das heißt, ich habe eure ersten Kommentare jetzt schon gelesen und habe mich mega gefreut, dass ihr es auch cool findet, dass es hier weitergeht. Und deswegen, ja. Trainingssessions sind unerlässlich für die fortlaufende Entwicklung des Wagens. Aber wenn es nötig ist, kannst du die Session auch simulieren. Es ist halt der Punkt, effektiv, wie selbst hinter dem Steuer zu sitzen. Sollen wir simulieren einfach die Sessions? Ich kann sie jetzt ja gerade simulieren. Ach, ich simuliere jetzt alle Sessions. Ich wollte nur ein Training simulieren. Ich wollte nicht alle. Ich wollte. Das ist jetzt echt doof. Nein, ich habe alle Trainings simuliert. Eieieiei. Okay, ich wollte aber, schreibt mir jetzt nochmal in die Kommentare. Ich konnte es halt noch nicht lesen, weil ich habe es, glaube ich, erst in der zweiten Folge gefragt. Und die kommt erst gleich online. Aber ist sozusagen die Frage, soll ich bei den, soll ich die Trainings, ja scheiße, jetzt habe ich kein einziges Training gemacht. Soll ich die im Let's Play machen oder soll ich die nicht machen und soll ich die simulieren oder soll ich sie nicht simulieren? Ah, okay, das ist jetzt alles ein bisschen doof gelaufen. Wir gehen jetzt direkt ins Qualifying. Das ist mega scheiße, ehrlich gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt ohne jede Vorbereitung ins Training rein. Muss halt so sein. Wir können aber einmal noch uns den Stammbaum hier anschauen. Hä? Was steht da? Warte mal. X? Heißt es, es ist fehlgeschlagen oder irgendwas? Oder wir haben es einfach geschafft? Ich hoffe sehr, dass wir es einfach geschafft haben. Oder kann ich es nochmal auswählen? Warte, Beschreibung ansehen mit 4. Nee, steht nichts Besonderes. Hä, wieso ist dein X? Ich hoffe, das einfach nur heißt, wie es entwickelt haben und nicht fehlgeschlagen ist. Das heißt, wir können jetzt den Kolben sozusagen entwickeln. Oder? Entwickeln? Nee, nicht verfügbar. Nee, ich muss hier nochmal drücken, um ihn zu entwickeln. Upgrade entwickeln. Achso, ich glaube, wir haben es sozusagen uns irgendwie mehr oder weniger entwickelt und jetzt habe ich nicht mehr genug Geld hierfür. Nee, kann ich noch nicht machen. Okay, ich habe noch nicht ganz das System verstanden. Vielleicht musste man es erst entwickeln und jetzt muss ich es nochmal auswählen oder sowas. Dasselbe wie unten bei meinem Aerodynamik-Ding. Muss ich es auch jetzt erst noch machen. Ich glaube schon, ja. Und jetzt ist das sozusagen soweit. Aber ich kann noch nicht weitermachen. Empfohlenes Upgrade, wenn ich da nochmal drücke, mein empfohlenes Upgrade ist irgendwas hier wahrscheinlich. Aber ich kann nichts, weil ich kann kein Upgrade machen, weil ich eh nicht mehr genug Geld habe. Okay, aber ihr seht unten, ihr seht, wir sind mittlerweile, relativ nah dran an Sports, an Racing Point. Also vielleicht schaffen wir das ja. Aber jetzt wird nicht mehr gequatscht, jetzt gehen wir rein, ja? Hier. Ins Rennen, alter Schwede, ohne Training. Aber ihr wisst, ich habe ohne Training meine erste Pole Position geholt. Also vielleicht wird es in diesem Qualifying, aber es kann nichts werden. Es kann nichts werden. Scheiße, ey. Ist halt auch nur so, steht das Qualifying an und die Fahrt. Es ist halt auch einfach nur ein Mini-Qualifying. Als ob ich jetzt ohne alles hier einfach jetzt reingehen soll. Das ist jetzt wirklich hart. Sieht hoffentlich alles hier noch irgendwie ganz gut aus. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn hier irgendwas nicht mehr gut aussieht. Aber ich glaube, es sieht alles noch gut aus. Nein. Okay. Jetzt heißt es, Leute, ohne einmal trainiert zu haben. Der hat letztes Mal die Strecke hier gefahren mit F1 2017, glaube ich. Scheiße! Oh. Ich meine, wir haben die Ideallinie an, das hilft ein bisschen. Ich weiß, den Körper muss man viel mitnehmen. Oh Gott. Da haben wir schon Glück gehabt, dass jetzt nicht schon die Runde gestrichen wurde gerade. Und. Okay, also wir verlieren jetzt schon gut Boden. Aber wir haben ja auch ein besseres Auto, können wir uns immer mit trösten. Ist immer noch eine gute Ausrede. Also, das Auto ist halt auch wirklich besser von denen. Wäre schon eine große Überraschung, wenn er besser wäre als sie. Aber ich glaube, ganz gute Startposition wie 8 in Australien werden wir hier kaum holen können. Aber halt ein bisschen Schadensbegrenzung. Aber bisher keine groben Fehler.
Der Kurs ist nicht allzu schwer, nur die Kurve, die wir gerade eben hatten, die ist relativ schwer gewesen. Die Anbremsung aber ging jetzt auch. Ansonsten, Leute, einfach hier mitten in der Wüste, diese... Oh Gott! Ja gut, jetzt habe ich verkackt. Das hat Zeit gekostet ohne Ende. Jetzt brauchen wir aber nur noch eine Kurve. Aber krass, geile, irgendwie sieht es cool aus so, weil... Es ist keine Grafik, wo man sagt, krass, Grafik, absolut nicht, nee. Also es hat mal eine neue, komplett neue Engine mal verdient, das Spiel. Aber es sieht irgendwie trotzdem, es fängt aber diesen Flair von den Wüstenstaaten an. Es ist wirklich nur Wüste, überall Staub, überall Sand und dann halt krasse Gebäude aber rein und so viel Technik. Och komm, 13. Naja, die sind zufrieden. Ich glaube, Ziel war 14. Also es ist... Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Ich meine, man muss halt sagen, und Charles Leclerc. Lando Norris war einfach wieder 15 schlechter als ich. Los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien also, Sie auf jeden Fall. So schlecht kann ich nicht gewesen sein. So schlecht kann ich wirklich nicht gewesen sein. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Gehen wir long? Nehmen wir uns neue Reifen? Also, oder? Also, gehen wir jetzt mit. Starten wir mit gelben Reifen? Machen wir das? Also hier. Wir haben hier wieder, ne, also gegen Lando sind wir gut am Führen hier. Gegen unseren Teammate. Das ist natürlich ganz nice. Ruf steigt auch hier überall, aber ich meine, wir wollen eigentlich gar nicht wechseln erstmal. Wir wollen mit McLaren hier groß werden, gut das wollen gemacht. Wir. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, ist ja okay, wir wollen im Rennen, wir gehen auch direkt ins Rennen, aber ich will eigentlich mehr als das. Also, ich will jetzt in die Punkte. Wir haben im ersten Rennen so knapp die Punkte verpasst. Das kann nicht nochmal passieren, sorry. Also wir müssen jetzt unsere ersten Punkte bekommen. Ganz klare Geschichte. Besonderes in der Luft in Bahrain und ja, das ist besondere, da ist in der Luft die Staub, Mann. So hier ist überall Staub. Heiko. Nach einem fantastischen Qualifying-Start ja. Der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Alter, was für Lewis Zeiten. Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der Na gut. Dum, dum, dum. Boom. Los geht's. Wir starten heute von einer sehr guten Position aus. Mal sehen, ob wir uns im Rennen weiter verbessern können. Hä? Was ist denn das für eine Strategie? Die ist ja komplett Unsinn. Ah, ich würde gerne was ändern, aber wenn ihr euch das hier anschaut, also es macht eigentlich nur die obere Strategie Sinn, weil die untere ist eh komisch, ich weiß, ich kann die anpassen, aber wir müssen eh mit den roten Reifen starten. Es geht eigentlich kaum anders. Ich habe die Benziners aber ein bisschen runtergestellt, damit wir ein bisschen leichter sind für den Start, weil irgendwie, ich habe bisher im ersten Rennen und in Formel 2 Rennen auch immer den Start verkackt und das kann es ja echt nicht sein. Deswegen, jetzt muss das mal passen hier. Ey, der war nicht schlecht, der Start. Aber trotzdem sind die schneller. Ist das so eine McLaren, der scheiße ist, oder was ist das hier? Gott, die bremsen wieder früh. Gönnen wir uns. Da gönnen wir uns. Oh. Da gönnen wir uns. Und sind direkt an Ricardo dran. Den können wir uns jetzt holen. Komm, hier im Windschatten. Oder nein, unser Auto ist wieder zu schlecht. Unser Auto ist zu schlecht, aber wir können später bremsen. Gasly. Wie in echt Gasly einfach hinter einem Force India und hinter Magnussen. Das macht Sinn. Kein Frontflügel. Schaden bekommen. Das war böse. Also das ist harte Fahrmanöver man über die Gefahr. Aber Leute, das ist KI. Gegen die kann man schon mal so ein bisschen fahren. Das ist jetzt kein echtes Rennen. Okay, aber geiler Start eigentlich an sich. 7. von 13 aus. Ist doch ganz geil. Aber das Ding ist, Butler vor mir, der ist mein alter Rivale aus der Formel 2. Oh Gott! Da war irgendwas noch nicht ganz fertig aufgewärmt. Kompletter Gripverlust auf einmal in der Kurve. Ja, und da vorne Duell. Mercedes oder sowas ist das da. Mit dem Red Bull. Oder zwei Mercedes gegeneinander. Was machen die denn so weit hinten? Ferrari wahrscheinlich ganz alleine vorne, ja. Vettel führt das Rennen an. Und jetzt haben wir wieder Top-Speed-Probleme, Leute, ja. Also trotz unseres Upgrades, ich glaube, es müsste eigentlich schon irgendeine Auswirkung haben, sind wir immer noch chancenlos hier auf den Geraden. Da kommen wir einfach nicht dran an die Force India und auch nicht an einen anderen Autos wahrscheinlich. Ich hoffe, dass Force India einfach besonders schnell ist, weil gegen die habe ich es halt die ganze Zeit im letzten Rennen gemerkt, wie schnell die sind auf den Geraden. Ich hoffe, dass die einfach so besonders Top-Speed-lastig sind und unser Auto jetzt nicht... ganz so schlimm ist, wie es sich anfühlt, wenn man gegen die Force India fährt, weil da fühlt es echt schlimm an. Dafür sollten Force India schlechter dann hier in diesen Kurven sein, im Mittelsektor.
Und das sieht auch so aus, da komme ich nämlich gut ran. Nur auf den Geraden sind die immer weg. Ist halt die Frage, wo zur Hölle soll ich den überholen? Weil ohne Topspeed kommt man halt schlecht vorbei. Da muss ich irgendwie so in den Kurven vorbeidrängeln. Noch gibt es kein DRS. Aber ihr seht, wie der von mir wegfährt. Komplett fährt er weg, obwohl ich in seinem Windschatten bin. Kann ich da nicht dranbleiben. Kann wahrscheinlich ein bisschen später bremsen. Und hier, mit der Downforce, seht ihr? Da komme ich gut ran. Da komme ich sehr gut ran. Oh. Ihr habt gesehen, was für einen besseren Exit ich hatte, ja? Ihr habt's gesehen, wie ich da rangekommen bin. Und ich sollte auf Fett stellen. Als ob ich immer noch so viel Plusrunden habe. Aber es bringt mir nichts, ja? Weil ich hier beim Rausbeschleunigen einfach nicht rankomme. Einfach keine Chance. Und es gibt noch kein DRS, sonst hätte ich jetzt ein bisschen was, ne? Aber der fährt einfach weg. Keine Chance hier gerade für mich. Aber ich setze mich gut ab von hinten, das ist super. Okay, jetzt hier dranbleiben, Leute, ja? Oh, yes, DRS, DRS. Und der hat kein DRS, das ist Gold wert. Yes! Ja! Jawohl! Yes! Wir haben es geschafft am Rivalen vorbei! Und jetzt sind wir einfach schon hinter einem Verstappen gerade. Also dafür ist auch unser Auto so schlecht, sind wir weit vorne. Kurz aber ERS herunterstellen, sonst sind wir gleich noch leichteres Fraß hier. Gut, den kleinen Abstand haben wir aufgebaut, aber zu Butler. Aber wenn ich mein ERS halt nicht langsam auflade, das ERS ist halt auch für Beschleunigung zuständig, vor allem. Und wenn die fehlt, dann werde ich auf den Geraden eh gefressen, weil mir da eh schon das Spiel fehlt. Deswegen super wichtig. Ja. Dass mir da der Saft nicht ausgeht. In den Batterien. Deswegen kann man ja hier eben das ERS-System, ne, ihr seht es unten rechts, kann man das einstellen. Und auf Mittel verbraucht es sozusagen weniger Strom zum Beschleunigen und regeneriert mehr. 2,1 Sekunden. Oh, da vorne liegt irgendein Teil, da gab es irgendeinen Crash, aber ich habe noch keinen Safety Car, nichts gesehen hier. Auch im Ersten nicht, kein Safety Car. Kein virtuelles Safety Car, sogar kaum gelbe Flaggen und sowas. Ist irgendwie nichts. Müssen wir mal kurz checken, die sind aber doch eingestellt, oder? Das wird mir jetzt aber schon... Das war... Oh, das war ganz doof. Falsche Taste. Oh nein. Ich wollte es nämlich einmal schnell checken hier. Warte, ich gehe mit der Taste... Ne, mit der... Mit der... Ah. So, Gameplay-Einstellungen, was ist es denn... KI an, Safety, ach, oh, Safety Car aus. Ach ja, das mache ich zum nächsten Rennen an, Leute, sorry. Dachte die ganze Zeit, dass das an ist. Aber Regeln und Flaggen sind ja an. Naja. Aber es gab jetzt auch noch keinen Crash, glaube ich, wo das Safety Car passiert wäre. Keine Ahnung, warum ich es ausgestellt habe. Das mache ich natürlich nochmal an. Also es war standardmäßig aus. Ich habe es nicht ausgestellt, aber das wohl irgendwie übersehen. Oder guck mal, ich weiß, dass es verbuggt ist, das Safety Car. Und haben sie schon gedacht, wir lassen es lieber aus. Aber ich glaube, es war immer nur Multiplayer verbuggt, deswegen haben wir es ja in unserer Pizmeet-Saison einmal ausgestellt. Apropos Pizmeet-Saison. Viele haben gefragt, ob wir auch wieder eine Online-Multiplayer-Saison machen. Hätte ich mega Bock drauf. Ich weiß aber nicht, ob wir es machen. Es war letztes Jahr so verbuggt, dass wir uns gedacht haben, nee, machen wir lieber nicht. Und stattdessen haben wir halt dann mehrere Online-Rennen so gefahren als Events. Ne? GP Online, ihr erinnert euch vielleicht, war auch richtig geil. Da waren auch noch mehr Leute dabei. Sowas machen wir auf jeden Fall nochmal. Ob wir noch eine Online-Saison fahren, kann ich euch allein jetzt nicht beantworten, ob die es nochmal planen. Wenn die es planen und ich irgendwie halbwegs zeitig schaffe, wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber ich weiß es nicht. Deswegen, ich habe aber einfach so Bock aufs Spiel, deswegen fahre ich jetzt auf jeden Fall hier meine Singleplayer-Saison. Und wenn es irgendwas ergibt, dass ich online mit den Jungs fahren kann, egal ob das eine Karriere oder nur einzelne Rennen, versuche ich auf jeden Fall dabei zu sein. Also habe ich Bock drauf. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay, okay, alter Schwede, wie der hier ankommt. Habt ihr es gesehen? Ohne DRS ist der einfach nur so viel schneller gewesen. Einfach nur, weil ich einen Scheiß-Speed habe. Hier durch die Kurven durch geht wieder, aber auf den Geraden, der kommt einfach, der fliegt hier ran. Ah,
Das ist nicht so schön. Aber die vorne kommen, sind ein ganzes Stück weg, aber gefühlt kommen sie gerade nicht weiter weg in der letzten Runde. So. Jetzt bleibt es eher so. Ja, weil die ja kämpfen. Und diese Kurve habe ich, glaube ich, in jeder Runde verkackt. Kann echt nicht wahr sein. Sau gefährlich, weil hier nach ist eine DRS-Zone. Und dadurch sind die immer nah dran dann. Uiuiui. Okay, er ist nicht super nah dran, aber der will das Rand fliegen. Der hat sein DRS offen, jetzt kommt der angeflogen, Leute. Oh. Ja. Das sieht aber gut aus hier. Das war eine gute Kurve, auch wenn es eine rote Zeit ist. Aber ich glaube, das liegt dran, wie ich davor gefahren bin. Die letzte Kurve hier war eigentlich ziemlich gut. Ja, und wir kommen dadurch auch ganz gut weg. Einsatz runterdrehen, gewinnt ihr mehr Energie zurück. Da muss wirklich die Batterie auf niedrig stellen, ne? Aber ich stelle sie lieber hier auf hoch, auf den Geraden, und dann stelle ich sie gleich im Mittelteil auf niedrig, wo man sie eh nicht so doll braucht. Obwohl ich, sag ich mal, eh gut bin im Auto. Ja, das ist doch stark. So, hier brauche ich mein ERS, hier brauche ich es zum Rausbeschleunigen, damit er möglichst keinen, ich glaube aber er hat der, ich glaube der Flügel ist flach. So. Und hier fängt es an, dass ich nicht mehr brauche. Ich stelle es auf niedrig, um es wieder aufzuladen. Minimal ins Rutschen gekommen. Ja. Das war aber auch ganz gut, jetzt habe ich die Kurve mal ein bisschen besser bekommen. Und auch schon kein Abstand, trotz ERS gerade aus. Hier stelle ich es mal auf Mittel auf der Geraden hier. Immer hin und her. Ich möchte außerhalb der... Vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ich möchte hier auf der... nichts anbrennen lassen, dass da nicht wieder ins DRS-Fenster kommt. Boah, was eine Kurve, aber Alter, mit was denn das... was für Speed man da durchballern kann. Sie haben ein Problem. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Aber mit der ERS auf Mittel können wir jetzt eigentlich ganz gut fahren. Ich stelle es mal wieder auf hoch. Erstmal okay, in die ersten Boxenstops stehen an. Wir bleiben noch eine Runde draußen. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ja, das haben wir gemerkt, dass es offen ist. Da sind ja ein paar abgebogen. Aber ich würde sagen, die Reifen gehen noch. Ehrlich gesagt. Alter, der Fall war kurz da. Der kommt immer näher hier auf diesen Kurven. Auf dieser langen Geraden. Bevor ich in den Kurven wieder weg kann. Aber das wäre natürlich ein mega Ergebnis. Hier zweites Rennen und dann auf dem sechsten Platz oder siebter war es, glaube ich, zu landen. Oder sechster oder siebter? Ich glaube sechster sogar. Also gerade dritter ist nur, weil die anderen nicht gestoppt haben. So, hier stelle ich mal wieder auf niedrig. Hier brauche ich es. Er ist nicht ganz so hier, vielleicht ein bisschen beim Rausbeschleunigen. Können wir kurz nutzen, dann stelle ich mal wieder auf niedrig. Wir müssen es ja ein bisschen aufladen. Das Ganze. Und dann möchte ich gleich mal nachschauen, wie die Reifen sind. Ich kann da nicht rausgucken, aber ihr seht schon rechts, wie viel Prozent die haben. Ab 40 wird es irgendwann so, dass man wirklich Zeit verliert. Oh, wir sind bei 46 hinten links. Box, Box, Box. Ja, das machen wir wohl besser. Aber die haben sich noch gut angefühlt, die Reifen. Also gut ausbalanciertes Auto auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Gutes Setup hier, also Standard-Setup. Das wäre geil, wenn man das Setup irgendwie statt selbst einzustellen irgendwie erfahren kann zusammen mit dem Team. Und diesmal rechtzeitig bremsen. Oh, hier ist sogar 80. Mann, ey, jetzt habe ich auch voll Zeit dabei verschwendet. Naja, so ist das. Hallöchen alle miteinander. Da sind wir. Los, 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 damit du an der Auswahl. Und weiter geht's. Ja, okay. Oh, was? Wir haben den Ferrari gejumpt in den Pits? What the fuck? Wir sind vor dem. Das war unser letzter Boxenstopp. Ja. Keine Boxenstopps mehr geplant. Als ob. Okay, kommt hier einer? Als ob wir vom Ferrari sind. Die Frage ist, wie lange wir das halten können, ey. Als ob. Wir sind vor Leclerc.
in seinem zweiten Jahr, und zwar erstes Jahr bei Ferrari. Aber er hat denselben Weg aus der Formel 2 genommen wie wir. Formel 2 Weltmeister ist er geworden. Oh, mit einem starken oder auch umstrittenen Manöver in Abu Dhabi im letzten Rennen. Oh, damals 2017. Jetzt ist praktisch das, er gemacht hat, ist Giovinazzi da vor uns, lustigerweise. Der fährt jetzt bei Sauber und ist Ferrari Junior, also wird auch vielleicht irgendwann mal bei Ferrari sein, alt italienischer Fahrer, aber der zeigt ganz ehrlich noch nicht so die Leistung wie Leclerc in seinem ersten Jahr. Und Giovinazzi weiß auch nie, so der Überfahrer in den Nachwuchsjahren, während Leclerc alles Mögliche gewonnen hat. Ich muss mal umstellen wieder hier. Auf Hotlap, Alter. Das hätte ich mal viel früher machen sollen. Wir müssen jetzt Giovinazzi bekommen. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Wir müssen ja irgendwie vor Leclerc bleiben, ey. Scheiße. Jetzt werden wir aber DRS haben, bin ich mir sicher. Okay, perfekt. Wir müssen ihn nicht mehr überholen, aber... Lando kommt in die Box. Leclerc kommt! Oh, der will einfach vorbeiziehen, da kann ich gar nichts machen, Alter! Oh, aber... Er springt innen über den Körper und ist dadurch da langsam. Jetzt habe ich natürlich hier eine Linie, die nicht so gut war für meinen Exit. Okay. Hier muss ich jetzt auf niedrig stellen, damit ich mir was ausspare. Okay, jetzt muss ich, das wird jetzt echt hart, Leute. Bis zum Rennende den hinter mir zu halten. Oh, vor allem, wenn ich solche Fehler mache. Das darf mir natürlich nicht passieren. Das ist der einzige starke Abschnitt von mir, ist dieses Infield hier. Bis ungefähr zu dieser Kurve hier. Und natürlich die nächste Kurve auch nochmal. Aber die gerade hier zwischen halt nicht. Das Gute ist, die kann man nicht so gut überholen. LOL. Alter. Scheiße. Mann, da war ich viel zu nett. Da war ich aber viel zu nett. God damn it. Da war ich viel zu nett. Einsatz. Wir müssen die Batterie laden. Okay. Letzte Chance. Letzte Chance. Jetzt hier mit DRS. Er hat kein DRS. Aber wir haben es. Wir kommen jetzt nämlich hier ran. Er geht zum Zuverteidigen über. Wir bremsen später als er. Gehen weit, aber okay. Okay. Doppel-DRS. Und Gegenangriff können wir abwehren, denn er muss jetzt gegen Gasly verteidigen. Okay. Er ist wieder runtergestellt. Und jetzt müssen wir hier gut fahren, aber trotzdem. Wir müssen jetzt gleichzeitig Energie sparen und hier ordentlich fahren. Diesmal ist die Kurve ordentlich. Und das Gute ist, die beiden bekämpfen sich jetzt. Das gibt uns... Oh, das ist Gasly. Danke. Ein Geschenk des Himmels ist Gasly gerade für mich. Oh Gott. Ich bin im Minus. Mit dem knapp, aber Gott sei Dank nur. Was das Benzin angeht. Und wieder hier raus. Ja, Benzin kann so bleiben. ERS bleiben wir mal auf Mittel gerade. Für hier diese lange Gerade brauchen wir aber hoch. Das hilft nichts. Da müssen wir jetzt durch, denn Leclerc kommt immer näher und näher und näher und näher und näher. Ach, come on, als ob ich das so verballert habe. Okay, Problem, er hat DRS, er hat DRS, er kommt, er wird nicht überholen, aber... Also versuchen vielleicht, aber schaffen nicht. Gasly, komm, ich brauch dich wieder.
Ja, ich weiß, die Linie war nicht ideal, das habe ich zum Verteidigen gemacht. Komm, okay. Jetzt. Sehr guten Exit gehabt, das war wichtig, Leute. Sehr, sehr guten Exit gehabt. Aber er hat natürlich DRS und ist allgemein schneller. Aber schafft es diesmal nicht, hier an Nagel ranzukommen. Jetzt muss ich in diesen Abschnitt wieder mir irgendwie einen kleinen Abstand, ein paar Meter oben rausfahren. Oh Gott, fast geschleudert. Und er ist zu nah dran. Der schluckt mich jetzt. Ich fahre hier zum Verteidigen rüber. Oh. Yes, yes, yes. Erstmal wieder rübergefahren, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Na, doch, doch, doch. Fuck. Ach Gott. Ey, wir haben uns nicht berührt. Okay, da war er jetzt zu nett. Da war er ein bisschen zu nett. Gassi ist jetzt bei der Party. Die Bremsen glühen hier. Die Bremsen glühen. In diesem harten Fight, die wollen McLaren eigentlich gerade nichts verloren hat. Aber irgendwie kriegen wir es gerade hin. Nur noch zwei Runden. Oder zweieinhalb. Dann hätten wir wirklich die Sensation hier. Und dann würden wir auf dem fünften Platz nach Hause kommen, nachdem wir den Ferrari von Leclerc in der Box einfach mal geholt haben. Einfach mal gejumpt haben, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist bei ihm, aber irgendwie sind wir in der Box an ihm vorbeigekommen, gerade so. Kann gut sein, dass er nicht ordentlich aus der Box rauskam, weil er, weil wir da kamen. Und vielleicht hinter uns noch ein Auto. Und er sozusagen warten musste. Und da sonst 3 Sekunden verloren hat oder sowas. Oder 4 Sekunden. Irgendwie sowas muss sein. Ein schlechter Boxenstopp hat, ich weiß es nicht. Irgendwas muss es gewesen sein. Ich weiß nur, dass er uns jetzt wieder schlucken wird. Und zwar easy. Sorry Leute, keine Chance. Gassi kommt auch. Keine Chance. Keine Chance. Beim besten Willen nicht. Schade. Ja, zu spät DRS angemacht, auch ein kleines bisschen. Nein! Frontflügel kaputt. Sorry, sorry, sorry. Oh nein. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Scheiße, ey. Oh! Junge, Habe ich so spät gebremst oder was war das? Lol. Na, wahrscheinlich wegen der... Oh nein, 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 das wollte ich nicht. Das Ding ist, ich bremse nicht mehr ordentlich. Sorry, Gasly. Okay, wir haben den Platz aber. Ich muss früher bremsen, wegen meines kaputten Frontflügels. Das ist der Grund. Ich habe normal gebremst, aber mit dem Frontflügel muss ich früher bremsen. Sorry, 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 Gasly. Aber komm, eine Runde schaffen wir es auch, den hinter uns zu halten. Wir müssen jetzt hier eben auf Mager. Okay, wir können wieder auf Standard stellen. Das Gute ist, Red Bull ist auch nicht besonders stark auf den auf Geraden. Er hat aber DRS, dementsprechend würde er jetzt auch sehr, sehr schnell näher kommen. Die letzte Runde des Rennens. Und er geht ganz nach außen. Zieht an mir vorbei. Oh Gott. Aber das könnt ihr euch merken, wenn ihr bei reinspielt, Leute. Die Leute, die Innenlinie nehmen, gerade KI, die fährt er dann voll über den Körper rüber und verliert dadurch so viel Zeit, dass ihr da manchmal echt easy wieder außen überholen könnt. Ich mache mich gerade ganz breit, um irgendwie hier das Ziel ins Ziel zu retten. Sergio Perez ist gerade ausgeschieden, aber der war hinter uns. Vom 6. Platz wäre ein Mega-Ergebnis, gar keine Frage. So.
Auch wenn es natürlich zu schön gewesen wäre, vor einem Ferrari ins Ziel zu kommen, aber das ist uns jetzt nicht vergönnt gewesen. Aber vor Gasly können wir auf jeden Fall bleiben. Ich war nochmal hier auf niedriges Benzingemisch. Einfach nur, um nichts dem Zufall hier zu überlassen. Und hier für die letzte gerade stelle ich es nochmal hoch. Okay, kommt nochmal ran. Komm, 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 komm. Oh, er versucht. Aber er schafft es nicht. Das ist das Feuerwerk. Das ist das Ende vom Grand Prix. Am Ende dieser Geraden wird Gasly mich haben, aber Gott sei Dank ist hier vorne schon die Ziellinie. Du hast dich wirklich gut geschafft. Brillant gefahren. Sechster Platz, Leute. Holy shit. Das war was. Was für eine fantastische Leistung, die Ferrari heute den Sieg eingebracht. Alter Schwede. Puh. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Tja. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben. Das wird's gewesen sein. Das wird's gewesen sein, ihr beiden. Den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Anders als in der Realität, hier also ein Sieg für die Ferrari-Jungs. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Durch dieses hervorragende Ergebnis sichert sich Sebastian Vettel die Spitzenposition in der Fahrerwertung. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heute geht dieser Titel für mich an den McLaren-Piloten. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Schade, dass du nicht von der Lande aussprichst, wäre cool. Ja? Zu der Mensch, der Meisterschaft Heiko, nächstes Mal sprichst du mal bitte mal von der Lande auch noch ein. Das wäre super. Das Team von McLaren hat oder hier der Römer. Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Und damit geht ein weiteres Formel 1 Wochenende. Wenn ihr euch die Zeiten... Sorry, das ist über Heiko rüberquatscht, aber der redet zu viel. Heiko, also stopp! Leute, denen definitiv wieder mit wenn ihr euch die Rundenzeit anseht, meine 33,85, ja, bin ich damit auch deutlich langsamer gewesen als Charles Leclerc in seinem Ferrari. Also, der ist eigentlich schon schneller. Es war wirklich reines Glück, dass der irgendwie nach vorne gekommen bin. Und Pierre Gasly, ja, der ist einfach nicht so gut, muss man sagen. Also, top, bin sehr zufrieden auf jeden Fall. War ein gutes Rennen. Damit sind wir in der Rangliste. Wir sind im ersten Rennen keine Punkte, aber wir sind trotzdem auf dem siebten Platz. Krass, mit einmal Sechster sind wir Siebter jetzt geworden. Das ist doch ganz nice. Und Vettel führt einfach ganz, ganz knapp vor Hamilton und dann Bottas. Das ist der aktuelle Zwischenstand, Leute. Das hier war der Grand Prix von Bahrain. Und wir sehen uns damit wieder im nächsten Video, wenn es wahrscheinlich, würde ich mal sagen, zum nächsten Rennen geht, oder? Was meint ihr? Gehen wir zum nächsten Rennen? Aber eher noch, stopp, müssen noch mal was sagen hier. Wie denken Sie darüber? Ja, aber klasse, oder? Sie stehen jetzt in der Meisterschaft vor Ihrem alten Formel-2-Rivalen. Das vorne ist mein Lieblingsplatz, oder? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Es war großartig. Unser Aero-Paket ist hier auf der Strecke unschlagbar. Ja, muss man wirklich sagen. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Oder mein Team hätte es nicht geschafft. Ich muss meinem Team auch ein bisschen was geben. Muss ich einfach mal sagen. Ja, auch wenn mein Motor scheiße ist, aber der Rest vom Auto ist halt wirklich so gut, dass wir diese Rundenzeiten fahren können, obwohl unser Motor so scheiße ist. Oh, erstmal, das war nicht das sauberste Rennen. So. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Als ob, wieso sinkt denn der McLaren-Ruf denn dann? Wieso sinkt denn der McLaren-Ruf? Ja, es war eigentlich das sauerste Rennen, aber es tut mir auch leid. Mein Frontflügel war ab. Die zwei Kollisionen waren wegen Frontflügel ab. Aber dass der Frontflügel überhaupt ab war, war halt auch meine Schuld einfach. Ja. Puh, wir haben wieder, ganz klar, und den Lando da geschlagen. Das ist ja nice. Ressourcenpunkte gibt es auch wieder alles dazu. Wir haben 8 Trainingsprogramme abgeschlossen. Die haben nur, weil wir sie simuliert haben, nehme ich mal an. Aber dann kriegt man die Punkte wohl immer. Unser Ruf steigt, außer bei Ferrari nicht ganz so doll, ja. Bei Red Bull auch nicht. Die haben wir da ein bisschen behindert, den Gasly auch. Aber so ist das. So, jetzt war es aber damit. Lando hier, guckt da vorne rauf. Der hat noch nicht so Ergebnisse geliefert. Aber vielleicht ein Mixenrennen. Vielleicht läuft es da ja auch für ihn. Ich hoffe, es läuft da vor allem für uns. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und sehen wir uns in der nächsten Folge von Formel 1 2019 wieder. Ich weiß nicht, ob ich jeden zweiten Tag jetzt hochlade. Weil ich glaube, jeden Tag schaffe ich nicht ganz. Ich schau mal, ja. Aber ich möchte auf jeden Fall, ich möchte aber das Projekt nicht irgendwie mal nicht schaffen und dann nicht hochladen. Sondern ich möchte den Rhythmus hin, wo ich wirklich halt, wie mein Rhythmus ist, immer schaffe, hochzuladen für euch. Damit ihr euch darauf verlassen könnt. Aber ja, wir machen auf jeden Fall die ganze Karriere hier. Da habe ich mega Bock drauf und für heute war es das. Bis zum nächsten Video. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr nichts und ciao, ciao.